Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich die ersten Schritte mit Git zeigen. Wir haben für jedes Studentenprojekt ein Git-Repository angelegt und die entsprechenden Benutzer zugewiesen. Und jetzt geht es darum, dass Sie das Repository, was wir Ihnen zugewiesen haben, klonen, also auf Ihrer lokalen Maschine verwenden können. Und ich möchte in diesem Video erklären, wie Sie das erste Commit machen. Dann gehen wir jetzt weiter im Browser. Das hier könnte ein erstes angelegtes Projekt in GitLab sein. Das ist also unser Projektvergabe- oder Vorschlagssystem. Und man sieht noch, dass bisher noch kein einziger Commit in GitLab gemacht worden ist, weil GitLab noch die Startseite zeigt und es im Grunde eine relativ narrensichere Anleitung gibt, was zu tun ist. Schön ist hier, dass die Kommandozeilenoptionen von Git gezeigt werden. Damit lässt sich Git eigentlich am besten bedienen und Anleitungen lassen sich so am besten schreiben. Stellen Sie sich vor, man würde jetzt einen Sack Screenshots zeigen, wo immer mit Rot eingekringelt ist, was man tun soll. Oder es gibt stundenlange Videos, wo man hinklicken soll. Das wäre lästig auf Dauer. So mit der Kommandozeile können Sie sehr einfach und konsistent beschreiben, was man zu tun hat. Und die meisten Anleitungen im Internet, die Sie finden werden, arbeiten mit dieser Kommandozeile. Schritt 1 ist also, wenn nehmen wir mal an, Sie haben eigentlich einen leeren Rechner, wo noch nichts von unseren Projekten drauf ist, dann brauchen Sie zunächst einmal Git. Wenn Sie googeln, Git Download oder sowas, kommen Sie in der Regel auf diese Seite hier. Das heißt, man kann sich da das Git Release beschaffen, was einem taugt, für die Plattform, die man hat. Also es gibt Git für jede Plattform. Also ich habe jetzt das 2.30.1 für Windows runtergeladen. Sie haben aber auch genauso einen Unix-Client oder einen macOS-Client zur Verfügung. Also laden Sie das runter, installieren Sie das auf Ihrer Maschine, dann haben Sie eine Git-Konsole zur Verfügung. So, ich zeige Ihnen das mal, wie das jetzt auf meiner Maschine installiert ist. Ich gebe hier ein, das ist, ich habe hier ein Windows 10 drunter, Git Bash, und dann erlaubt er mir die Bash von Git zu starten. Darunter sitzt so eine Minimal-Linux-Shell, und dann habe ich sozusagen da auch alle Kommandozeilenbefehle zur Verfügung, die ich in der Bash auf einem Unix-System auch hätte. Also ich starte das mal. Die Bash ist so organisiert, dass die Laufwerke in Windows einfach als Buchstaben vorne weggestellt sind. Also bei mir, ich habe so eine Sandbox auf dem D-Laufwerk, also kann ich hier sagen CDD Sandbox. Und ich gebe die Demo für eine Veranstaltung und die nenne ich SEP. Also könnte man jetzt hier einfach ein neues Verzeichnis aufmachen mit dem Titel SEP. Das habe ich schon getan. Sink ich da mal in das Verzeichnis SEP. LS. So, clear. So, jetzt haben wir sozusagen hier eine Bash zur Verfügung und jetzt würde ich anfangen, im Grunde die Kommandos, die uns GitLab vorschlägt, hier einzutragen und erklären ein bisschen, was das alles soll. Also das heißt, wir starten mal. Ich schaue mir jetzt auf der Seite nach, was schlägt uns als erstes vor. Er sagt hier git config global username be. Be ist so mein Login hier auf der Maschine, deswegen mein Login in GitLab, deswegen schlägt er mir das vor. Das nehmen wir aber nicht. Das sage ich aber gleich nochmal. Das heißt, ich sage jetzt hier rechte Maustaste paste. Und jetzt sage ich hier nämlich tatsächlich Gerd Beneken. Warum zeige ich Ihnen gleich, wenn wir die ersten Commits gemacht haben. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir machen für Git global, das heißt also auch für andere Projekte, legen wir den Benutzernamen auf meinen Namen Gerd Beneken fest. Die nächste Zeile wäre dann git config global user email. Und da nehme ich auch meine berufliche E-Mail-Adresse gerd.beneken@th-rosenheim.de. So, warum wir das so genau pflegen, sehen Sie gleich. Git verwendet eigentlich in allen Daten, die ich hier auf der Maschine erstelle, immer diese beiden Informationen. Also in jedem Commit, das wir machen werden, steht drin, das ist von Gerd Beneken und der ist unter dieser E-Mail-Adresse zu erreichen. Und jetzt müssen Sie schauen, da Sie vielleicht auf mehreren Maschinen arbeiten, dass Sie überall gleichermaßen Git
zur Verfügung stellen, sodass Git auf allen Maschinen denselben User unterstellt und dasselbe Login verwendet. Also deswegen machen wir es jetzt. So, was schlägt uns als nächstes vor? Jetzt haben wir das konfiguriert. Das heißt, jetzt machen wir einen Clone. Ich kopiere das einfach mal und sage dann auch gleich noch was dazu. Und dann machen wir einfach die Schritte da, die Sie hier unten sehen, die mache ich dann aber aus dem Gedächtnis. Das kopieren wir jetzt nicht. Aber Sie können das im Prinzip einfach kopieren. Ich mache hier wieder ein Paste. So, das heißt, wir sagen Git Clone, also mache eine lokale Kopie von dem Repository. Und zwar bitte von inf.git-rosenheim.de, das ist sozusagen die Basis der Server von unserem Git-Repository und das sep-inf-soße21, das ist die Gruppe und pvs ist der Projektname. So ist also die URL zu erklären. Das funktioniert jetzt hier ohne, dass er mich nach einem Passwort fragt, weil ich die entsprechenden Keys eingerichtet habe. Dazu finden Sie relativ viele Tutorials im Internet. Auch die Anleitung für das bei GitLab ist sehr gut. Also ich würde Ihnen empfehlen, tatsächlich da die ganzen Keys auf Ihrem Windows oder Mac oder Linux-System zu hinterlegen. Dann haben Sie weniger Stress. Also jetzt schauen wir mal, was er gemacht hat. Ich mache hier mal ls. Jetzt sehen wir also hier ein Verzeichnis pvs. Das ist genau der gleiche Verzeichnisname wie hier der Projektname. Also wenn Ihr Projekt Ludwig heißen würde, dann stünde hier Ludwig. Clear. Wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen in das Verzeichnis cd pvs, dann sehen Sie jetzt schon, jetzt zeigt er uns hier in der Shell auch das Master an. Das ist also, zeigt uns an, auf welchem Branch wir in Git arbeiten. Und gerade sind wir sozusagen auf dem Hauptbranch unterwegs, deswegen zeigt er uns hier Master an. Wenn wir auf irgendeinem Feature-Branch unterwegs wären, dann würde hier halt der Name des Feature-Branches stehen. Aber bisher haben wir noch nichts gemacht, insofern haben wir auch noch keine Branches. So, was noch interessant ist, wenn wir mal ls-a schauen, dann zeigt er uns auch die Verzeichnisse, die so einen Punkt vorweg haben. Und das ist dieses Verzeichnis hat automatisch mit angelegt, das Punkt-Git. Denn Git hat ein sozusagen mehrstufiges Konzept. Es ist eine sogenannte verteilte Versionsverwaltung. Das heißt, Sie haben im Grunde mit insgesamt vier, sagen wir mal, Bereichen zu tun, in denen Ihre Files herumliegen werden. Wir haben jetzt erstmal den lokalen Bereich hier auf der Festplatte. Da kann ich also irgendwelche Dateien anlegen. Dann kann man diese Dateien in einem sogenannten Staging-Bereich zusammenfassen zu einer größeren Änderung. Also wenn ich gerade an mehreren Dateien was ändere, dann tue ich die in diesen Staging-Bereich zusammen und fasse dann die Änderungen, die ich gemacht habe, da zusammen. Und dann kann ich die mit Commit in mein lokales Repository schmeißen. Und dieses lokale Repository, also die lokale Kopie des zentralen Repositories oder eines verteilten Repositories, das ist in diesem Punkt Git-Ordner. Das heißt, wenn Sie den löschen, ist sozusagen das lokale Repository weg. Und wenn Sie dann die Daten von dem, können Sie dann weiterspielen in das Repository, wo Sie die Daten herhaben, mit Push oder Sie holen die her mit Pull oder mit Fetch. Das zeige ich aber gleich noch. Aber wir haben dieses mehrstufige Konzept, das ist gerade am Anfang mit der Arbeit mit Git oder wenn Sie von Subversion umsteigen, ein bisschen schwer zu verstehen. So, also jetzt haben wir sozusagen hier eine leere Festplatte. Steht nichts drin. Das heißt, jetzt mache ich einfach eine Datei auf. Die nenne ich mal touchreadme.md. Das ist so die Haupterklärungsdatei, die man in Projekten hat. Und die haben wir jetzt einfach mal angelegt. Sie sehen jetzt hier, das ist readme.md. Und damit mache ich jetzt das erste Commit. Ich sage jetzt hier git add minus minus all. Ach, ich sage ruhig mal den Namen, das ist readme.md. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, jetzt spiele ich die Änderung, die ich gemacht habe, in diesen Staging-Bereich. Da kann ich also eine Menge von Änderungen zusammenfassen. Jetzt mache ich mein erstes Commit. Git commit minus m readme-Datei zeugt. Das heißt, da machen Sie jetzt Ihr erstes Commit. In Versionsverwaltung ist es so, dass eine Menge von Änderungen immer als sogenannter Commit zusammengefasst wird. Git hat ein sehr schönes Konzept, weil das Commit ist eine eigene Datenstruktur, die auch in dem Repository explizit als solche gespeichert wird. Und die ist auch eindeutig globalweit identifizierbar. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und mit diesem
Minus M, geben wir die Commit-Nachricht mit. Sie arbeiten im Team zusammen, sie arbeiten mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammen. Jeder macht Änderungen parallel oder hintereinander. Und wenn Sie wissen wollen, was hat der Kollege eigentlich da gerade geändert, dann wäre es natürlich hilfreich, wenn er hier in seiner Commit-Nachricht eine vernünftige Beschreibung abgegeben hätte, worin die Änderung besteht, die er gemacht hat oder das die Anpassung. Also wenn mehrere Leute parallel arbeiten und jeder gibt sich mit diesen Commit-Meldungen eine genügend Mühe, dann kann man gut erkennen, was im Projekt passiert ist, ohne dass man die Kollegen anrufen muss. Also das heißt, was ich hiermit sagen will, ist, diese Commit-Nachrichten sind ein Kommunikationsmedium im Team und helfen Ihnen und Ihrem Team sofort oder ein halbes Jahr später herauszufinden, worum ging es eigentlich in der Änderung. Also machen wir mal den Commit. Was ich jetzt ist, kann ich mir den Commit mal anzeigen lassen. Ich sage jetzt hier git.log. Und jetzt sehen wir, welche Daten Git eigentlich für so ein Commit verwaltet. Sie sehen, das ist der Autor Gerd Beneken mit der E-Mail-Adresse gerd.beneken@drosenheim.de. Das waren ja genau die Daten, die ich gerade in die Konfiguration eingegeben habe. Ich weiß, wann die Änderung stattgefunden hat und ich weiß, habe hier die Commit-Nachricht. Das heißt, meine Teammitglieder sehen, was habe ich getan, wer hat was gemacht, wann hat er das gemacht und aus welchem Grund. Was Sie hier sehen, ist eine weltweit eindeutige Identifikation dieses einen Commits. Das heißt, das ist jetzt weltweit eindeutig. Was Git da tut, ist, er berechnet aus den Daten, die zu dem Commit gehören. Ein Commit ist ein eigenes Objekt, was Git in seiner Datenbank einzeln verwaltet. Und er berechnet aus den Daten dieses Commits einen 40-stelligen Hashcode. Und wenn der Commit dieselben Daten hat, ist der Hashcode immer derselbe. Warum ist das jetzt eine 40-stellige Hexadezimalzahl? Also da sind die Konfliktwahrscheinlichkeiten so gering, dass so ein Konflikt praktisch ausgeschlossen ist. Könnte ja sein, dass Git aus zwei verschiedenen Commits versehentlich doch denselben Hashcode erzeugt. Das ist aber extrem unwahrscheinlich bei solchen großen Hashcodes. Das heißt, so eine 40-stellige Hexadezimalzahl ist eindeutig genug, dass die Konfliktwahrscheinlichkeit, also zwei verschiedene Commits haben denselben Hashcode, so gering ist, dass man das jetzt also praktisch ausschließen kann, zumindest für die kleinen Projekte, die wir so machen. Also der Commit ist eindeutig identifiziert. Warum ist Herr Torvalds auf die Idee verfallen, solche IDs zu verwenden? Das erklärt sich daraus. Git ist ja eine verteilte Versionsverwaltung. Es gibt eigentlich nicht dieses zentrale Repository, wo man alle Daten hinspielen könnte und das jetzt zentral über alle Änderungen buchführen könnte, sondern die Annahme ist ja, dass es vielleicht sogar viele verteilte Repositories gibt. Und Entwickler können lokal eigene Commits machen. Und es können Sie natürlich nicht ausschließen, dass zwei Entwickler zum selben Zeitpunkt auf der Welt auf die Idee kommen, einen Commit zu machen, vielleicht sogar mit ähnlichen Daten. Dann sind Sie ja nicht mehr in der Lage, zentral einen Zähler hochzuzählen, wie das Subversion früher gemacht hat, wo es ein einziges zentrales Repository gab. Also da jeder auf der Welt sozusagen zu jedem Zeitpunkt ein eigenes Commit machen könnte, brauchen Sie also irgendeine Kennung, die weltweit eindeutig ist und wo man parallel beliebig viele Commits erzeugen kann. Und deswegen ist dieser Hashcode gewählt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn Sie jetzt also bei jedem Git-Shell-Kommando 40 Stellen eingeben müssten. Das wäre ein bisschen lästig. Deswegen guckt Git eigentlich im lokalen Repository, also in dieser Punkt Git, in dem Punkt Git-Unterverzeichnis nach. Und das heißt, es reicht meistens, wenn Sie eine kürzere Stellenzahl angeben, dann ist der Commit auch schon eindeutig gekennzeichnet. Also die ersten 5 bis 7 Stellen reichen meistens. Also erst bei sehr großen Repositories brauchen Sie vielleicht mehr Stellen, um so ein Commit eindeutig zu identifizieren. So, das zu den Hashcodes. Jetzt haben wir also unser erstes Commit gemacht. Jetzt ist das Commit noch in dem lokalen Repository. Schauen wir uns das mal kurz bei GitLab. Schauen wir uns das mal kurz bei GitLab an. Ich mache hier mal einen Refresh. Noch ist nichts passiert. Noch ist das zentrale Repository leer, ist noch keine Datei drin. GitLab zeigt uns immer noch diese Anleitungsdatei. Und ich bin jetzt sozusagen bis hierhin gekommen, Git Commit. Jetzt empfiehlt er mir hier, meine lokalen Änderungen in das Hauptverzeichnis rüberzuspielen. Ich kopiere das mal. Das heißt, das Push sorgt bei Git dafür, dass die Änderungen von dem lokalen Repository jetzt ins Zentrale gespielt werden. Und das heißt, das Origin heißt, schreibe das auf den Server, wo du die Daten her hast, also wo du das Repository geklont hast, und schreibe das bitte in den Master Branch.
Machen wir das mal. Sehen jetzt also eher kompaktiertes Zeug und schickt das dann los. Und wenn wir jetzt noch mal einen Refresh machen, Sie sehen, jetzt hat sich die Oberfläche geändert und unsere fantastische README-Datei ist jetzt auf dem zentralen Server angekommen. So, damit sind wir fürs Erste durch. Wir sehen hier mal so das erste Commit. Das erste Commit können wir jetzt auch im Repository-Ordner in GitLab nochmal genau anschauen. Wir haben jetzt hier auch eine Übersicht über alle Commits der Vergangenheit. Das ist natürlich jetzt noch sterbenslangweilig. Man sieht jetzt nur mich als Autor und ich habe hier die README-Datei erzeugt. Und das hier, diese 95D78, das ist genau hier auch die ID 95D78, B78, Entschuldigung. Was also diesen Commit eindeutig kennzeichnet. Also die ID wird jetzt sozusagen bis zum Hitzetod des Universums eindeutig bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht es mit dem Thema, was gehört eigentlich in so ein Repository und was nicht. Wir schauen uns die Gitignore-Datei mal genauer an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.